Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Sendung. Heute geht es um, was mache ich mit der Pilzschwemme? Und das ist eine meiner Lieblingsgerichte, gerade wenn Partys und Feste angehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, abonniert meinen Newsletter. Da gibt es jeden Monat in Zukunft 2 vegetarische, preiswerte, tolle Rezepte der Saison. Und jetzt geht es auch gleich los. Ich habe hier jetzt ungefähr 2,5 Kilo insgesamt. Beim Säubern auf gar keinen Fall mit Wasser arbeiten, sondern so Reste einfach mit Küchenpapier ablösen. Je nach Größe halbieren oder vierteln. Die finde ich jetzt, ja, die kann ich halbieren vielleicht. Der ist schon relativ klein. So, und diese Pilze werden in einzelnen Partien in einer Marinade gekocht. Und ihr wisst ja, wenn man Pilze irgendwie in Wasser tut, dann ziehen sie wahnsinnig viel Wasser und alles schwimmt weg. Und das mache ich mir zunutze, indem ich sie in Portionen mache und jedes Mal geht etwas Pilzwasser in die Marinade über und macht sie aromatischer. Mit in die Marinade kommt hier Thymian aus dem Garten, Schalotten, die kommen aber am Schluss, weil ich muss die Pilze zwischendrin ja immer rausnehmen und dann würde ich die Schalotten mit rausnehmen, das will ich ja nicht. Es kommen Pimentkörner rein, schwarze Pfefferkörner, hier Senfsaat von Asafran und noch ein bisschen Chili und natürlich Knoblauchzehen. Dann mische ich als Flüssigkeit Zitronensaft, ein Teil mit einem Teil Weißwein und ein Teil Wasser und salze es natürlich. Aber jetzt mache ich erstmal die Pilze fertig, ist ja schon vorbereitet. Und dann kann es auch schon gleich losgehen. Ich würde sagen, ich erhitze schon mal die Flüssigkeit. Zuerst kommt nämlich der Sud und bis der heiß ist, kann ich die restlichen Pilze machen. Und hier will ich wirklich nur den Zitronensaft und nicht die Zitronenschale. Ich rolle die immer so ein bisschen, weil sie sich dann leichter pressen lässt. Das ist jetzt 150. Das würde ich mal mit trockenem Weißwein auf 300 aufgießen. Und jetzt noch ein bisschen Wasser. Ich ergänze mal auf 500. Tue ich jetzt hier rein. Und dazu schon mal Lorbeerblätter, Piment, Pfefferkörner, Senfsaat und ein bisschen baskischen Chili. Der ist nicht ganz so stark. Das bringe ich jetzt zum Kochen. So. Und ich verarbeite ganz normal die Stiele mit. Die sind zart und die werden genauso eingelegt wie die Pilze. So, jetzt kocht es schon gleich. Salz habe ich eben vergessen. Das ist natürlich ganz wichtig. Die erste Partie Pilze zugeben. Ein bisschen von dem gebe ich auch dazu. Das kann ich dann gleich rausfischen. Hinterher werde ich sicher noch ein bisschen mehr dazu tun, wenn ich sie endgültig einlege. Jetzt mache ich mich inzwischen schon mal an die Zwiebeln. Also ich gucke mal, bis es aufkocht. Das tut es jetzt. Und dann, ja, vielleicht so 2 Minuten. Ach, man verschätzt sich doch immer. Vielleicht tue ich sie doch erstmal in eine Schüssel. Dann kann ich hinterher besser mischen. Die Pilzportion ist jetzt fertig. Gewürze will ich natürlich eigentlich weiter im Sud haben. Die nächste Partie. Jetzt mache ich vielleicht auch mal den Deckel drauf. Stelle wieder meine 2 Minuten ein. So. Jetzt kann ich wieder meine Pilze rausnehmen. So, und jetzt geht es mit der nächsten Partie weiter. Wieder meine Uhr. Jetzt kommen noch die letzten Schalotten.
Ihr könnt natürlich auch Zwiebeln nehmen, auch zum Beispiel rote Zwiebeln, finde ich auch ganz schön. Schalotten sind halt besonders fein und wenn es Pilze gibt, dann gibt es in der Regel auch wunderbare Schalotten. Aber ihr könnt auch ganz normale Haushaltszwiebeln nehmen und die dann auch in Ringe schneiden. Dann kommt noch mein Knoblauch. Ich glaube, das kann noch einen Moment. Und ich glaube, noch zwei Partien, dann sind wir durch. Also ihr seht, es lohnt sich viel auf einmal zu machen. Wenn man erstmal dabei ist, dann geht es halt doch relativ schnell. Ich kann schon mal den Knoblauch und die Zwiebeln schneiden. Knoblauch einfach so in 2 mm dicke Scheiben, dass man ihn noch sieht. Kann ihn jeder rausfischen, der ihn nicht mag. So. Wieder eine Partie. Sich braun geworden. Das sieht man schon hier ganz schön. Die schmeckt hinterher köstlich und die dürft ihr natürlich auch danach nicht etwa verwerfen, sondern ich überlege, ob ich nicht alle rein tue. Ich tue alle rein. Ihr dürft die auf gar keinen Fall verwerfen, sondern die ist ein tolles Dressing. Das ist auch toll in Suppen, wie so eine Bustersoße ein bisschen. Also schmeckt ganz toll. Nicht zu schmal, damit man die auch noch wiedererkennt. So, das werde ich jetzt gleich auch noch kleiner machen. Aber jetzt kommen erstmal Knoblauch und Zwiebeln. Die müssen jetzt kurz garen. So, mal abgießen. Ich mache es mal auf 4 Minuten, das müsste reichen. Hier schneide ich jetzt die Zweige ab. Die lasse ich danach einmal kurz aufkochen. Wobei Thymian hat ja so viel konservierende Eigenschaften, deswegen ist sie auch in jeder Wurst. Das Thymol hat so antimikrobielles Potenzial. Und deswegen wird es auch nicht schlecht werden, aber ich koche es trotzdem einmal ab. Das könnte ich eigentlich auch schon vorbereiten. Ich mische das gleich noch mit den Zwiebeln, mit den übrigen Zutaten. Und dann fülle ich die Pilze hier rein und gebe den Sud dazu. Und dann stelle ich es kühl. Es muss nicht unbedingt im Kühlschrank stehen, aber auch nicht richtig so in der warmen Küche, sondern an einem kühlen Platz, auch zum Beispiel draußen. Frieren tut es ja noch nicht. Ja, und dann darf es ziehen und also ohne Probleme eine Woche. Je länger es zieht, desto intensiver. Und ihr kennt ja die italienischen Antipasti-Pilze. Die sind ja auch haltbar. Sollte es anfangen zu säuern, dann steigen so ein bisschen so Gärungsbläschen auf. Das passiert eigentlich nicht, aber ich sage euch, wenn es passiert, auch keine Panik. Es gibt ja auch im osteuropäischen Bereich, also auch in Russland gibt es ja so gesäuerte Pilze und die sind genauso produziert. Also man kann wie Sauerkraut natürlich auch Pilze säuern. Ansonsten sind natürlich Champignons toll. Ich habe sie gerade für mein Darmbuch ganz oft verwendet, weil sie haben Ballaststoffe, die unsere Darmbakterien verstoffwechseln. Und die produzieren damit kurzkettige Fettsäuren und die wiederum ernähren die Darmzellen. Das heißt, das ist so eine Symbiose an Geben und Nehmen. Und deswegen sind Pilze wirklich auch ganz besonders toll, wegen dieser Ballaststoffe. Ganz besonders noch ist Shiitake, aber den finde ich fast zu schade zum Einlegen. Was so ein bisschen anmerken ist, dass Pilze so wahnsinnig eiweißreich sind. Das sind sie nicht. Sie haben nicht mehr Eiweiß als andere Gemüsesorten. Auch wenn ihr Eiweiß haben wollt, dann sollt ihr Hülsenfrüchte essen und Nüsse und Saaten, aber keine Pilze. Aber ich glaube, das kommt durch dieses Aroma, dieses Umami-Aroma, was die Pilze entwickeln und was eigentlich so an Fleisch erinnert. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass man gedacht hat, die sind so wahnsinnig eiweißreich. Und jetzt gucke ich mal, was meine Zwiebeln machen. Die können noch ein bisschen, aber ich gucke schon mal, ob der Salzgehalt stimmt. Und ich kann hier schon mal den Thymian dazu tun. Schön säuerlich, scharf, ja. Gut, ein bisschen Salz verträgt es vielleicht noch. In jedem Fall super würzig. Ich kann aber jetzt schon mal hier beginnen einzufüllen. Ich mische noch mal ein bisschen durch, damit die erste und letzte Partie auch gleich viel mitbekommt. Tja, so viel Pilze.
Und die sind jetzt in den Gläsern versorgt. Muss ich gleich mal gucken, was meine Zwiebeln machen. Ich glaube, die sind gut. Jetzt stecke ich erstmal hier mein Thymian rein. Auch hier noch ein bisschen mischen. Und jetzt kommt noch etwas Olivenöl obendrauf. Für die bessere Haltbarkeit und für den Geschmack. Das sind meine marinierten Champignons. Ein toller Vorrat. Fürs Wochenende, für Einladung, für Antipasti, Vorspeise mit frischem Brot. Einfach ein tolles Vergnügen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Abonniert auch meinen Newsletter. Da gibt es bestimmt in diesem Monat auch ein Pilzrezept. Und bis zum nächsten Mal. Noch zwei Rezepte. Links Pilznusssoße und rechts Pilzstreich.